Hallo ihr Lieben, hier ist der Michael von jetztselbstsicher.de mit einem neuen Selbstsicher live am Sonntagabend. Und das Thema heute ist Selbstbild, Fremdbild. Und ich weiß nicht, warum ich heute irgendwie erst fast eine Minute zu spät reingelassen wurde. Lag nicht an mir. 18:15 Uhr war programmiert. Und trotzdem konnte ich jetzt erst um 18:25 Uhr rein, plus die Verzögerung, wann ihr es seht. Also ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, 40 Sekunden sowas zu spät. Ja, Selbstbild, Fremdbild ist ein sehr spannendes Thema und ich hoffe, ihr könnt mich auch hören. Wäre toll, wenn mal jemand reinschreiben würde, dass alles gut ist, dass ihr mich hören könnt, denn da hat man ja schon mal Probleme. Und nicht, dass es wieder irgendwie, dass ich hier 5 Minuten rede, ohne dass ihr mich hören könnt. Ich rede trotzdem schon mal über das Thema und starte gleich mal rein, weil ich habe die letzten Wochen Full-Power-Seminare gehabt, auch jetzt die kommende Woche. Ja, zumindest kriege ich hier mal einen Daumen. Okay, super. In den Seminaren, meistens sind es Präsentationsseminare, erlebe ich immer wieder, wie stark das Selbstbild vom Fremdbild abweicht. Und zwar permanent. Und in diesen Situationen, wo es eben sehr viel Feedback gibt, ist es natürlich besonders auffällig. Das heißt, dass die Person selbst sich vollkommen anders wahrnimmt, als, als man eben es von außen wahrnimmt. Die Frage ist natürlich, was ist die Wahrheit? Und wie kann man das beides näher zusammenbringen? Wie kann man das Selbstbild und das Fremdbild abgleichen und schauen, dass die Diskrepanz dazwischen nicht so groß ist? Falls das überhaupt wichtig ist, denn auch das werden wir uns natürlich anschauen. Grundsätzlich erstmal, was ist das überhaupt? Ein Selbstbild, ein Fremdbild und was hat das alles mit uns zu tun? Selbstbild wird so definiert, dass es darum geht, das ist das Bild, das du von dir selbst hast. Das heißt, so wie du glaubst, du würdest sein, beziehungsweise du würdest nach außen wirken. Ja, wunderbar. Jetzt habe ich hier die ersten Kommentare. Auch das dauert ja leider immer ein bisschen. Dankeschön und hallo Christine, hallo Ulrike, super. Also Selbstbild ist das, wie du glaubst, dass du von außen wahrgenommen wirst. Das heißt, wie man dich sieht, wie man dich hört, wie man dich wahrnimmt. Und es geht nicht nur ums Äußere, weil Bild hat natürlich erstmal irgendwie so den Eindruck, es ginge ums Äußere. Werden wir auch noch gleich anschauen. Fremdbild dagegen ist das, wie die anderen dich wahrnehmen. Und ich will jetzt gar nicht anfangen mit dem Johari-Fenster. Vielleicht hat es mal jemand gehört. Das ist ein Modell, das es seit den 50er Jahren gibt, wo zwei deren abgekürzte Namen Johari heißen, ich habe jetzt die Namen nicht im Kopf, seid mir nicht böse, ist auch nicht so wichtig, festgestellt haben, dass man das in so einen Quadranten zeichnen kann. Ich glaube nicht, dass das uns jetzt weiterbringt. Wer will, kann sich Johari-Fenster mit I hinten auf Wikipedia raussuchen. Aber das ist jetzt nicht so relevant, sondern viel spannender ist doch, wie kommt das alles zustande und was bedeutet das für uns? Und die Basis ist ja erstmal, wie bin ich denn eigentlich wirklich? Denn das, wie ich wirklich bin, unterscheidet sich schon von dem, wie man sowohl andere mich sehen können, als auch das, wie ich mich selbst sehe. Und wenn du das so als drei Kreise dir vorstellst, dann sind diese Kreise zwar überlappend, aber nicht deckungsgleich. Ja, wie so drei. Ja, drei Ringe, die sich so ein Stück weit, drei Kreise, die sich so ein Stück weit überlappen, aber eben nicht deckungsgleich sind. Das liegt daran, dass wir Dinge an uns selbst nicht erkennen können, weil wir, naja, auf einem halben Auge blind sind. Das hat damit zu tun, dass wir zum einen uns natürlich, hallo Mike, dass wir uns von außen natürlich nicht wirklich sehen können oder auch nicht hören können. Zum anderen aber auch, dass wir unser eigenes Verhalten anders wahrnehmen, weil wir vielleicht auch die Hintergründe kennen, weil wir es verstehen, warum wir so sind, wie wir gerade sind, oder vielleicht auch, weil wir manchmal was aus Gewohnheit machen und es gar nicht merken. Denn das sind schon die ersten Dinge, die dahinter stecken. Ein ganz spannender Punkt ist ja der, wie nehme ich mich selbst überhaupt wahr?
Und wir haben ja eine ganze Menge Sinne. Manche glauben ja immer, wir hätten fünf Sinne, andere sagen sechs Sinne, sieben Sinne. Es gibt ja den sechsten Sinn, den siebten Sinn. Tatsächlich sind es mindestens 10. Manche Wissenschaftler behaupten sogar, es wären 11, die uns dazu dienen, uns und unsere Umwelt wahrzunehmen. Die Klassiker sind natürlich das Sehen und das Hören, um mal ganz einfach anzufangen. Und da geht schon los, denn woher kennst du dein Bild? Ja, wie du aussiehst. Und das kennen die allermeisten Menschen vom Spiegel. Ja, weil man sieht sich am meisten nun mal im Badezimmer selbst. Ja, und da bist du erstens mal vielleicht nicht so vom Verhalten, von der Bewegung, von der Körpersprache, von der Mimik und vielleicht auch vom Styling, wie du dann im Büro oder im Privatleben oder auf der Straße bist. Gut, du stellst dort das Styling her, aber der Großteil der Zeit, also wenn ich mich in der Früh als erstes im Spiegel anschaue, da erschrecke ich immer, weil da stehen die Haare wild zu Berge. Je länger sie werden, und ich lasse sie gerade wachsen, sie haben ja schon eine gewisse Länge, je länger sie werden, desto mehr stehen sie ab in der Früh. Das ist nicht das Bild, wie mich andere wahrnehmen. Das ist mein Spiegelbild, das ich dann auch noch versuche, etwas zu korrigieren, zumindest was die Haare angeht. Das Licht ist anders wie draußen, aber vor allem, es ist ein Spiegelbild. Und wenn du jetzt, und das ist schon der erste Punkt, den ich permanent wahrnehme, wenn du dich jetzt auf einem Foto oder in einem Video siehst und da graust ja manchen richtig gehend davor, dann liegt es daran, dass du dich jetzt plötzlich richtig rumsiehst und das nicht gewohnt bist. Ja, wobei viele Selfies, das hängt vom einzelnen Kameramodell ab oder von den Einstellungen, wie auch immer, sind ja auch spiegelverkehrt. Deswegen erschrickst du da nicht so. Aber wenn du jetzt andere Bilder siehst, dann bist du plötzlich anders. Denn kein Mensch ist symmetrisch. Die linke und rechte Gehirnhälfte ist nicht symmetrisch. Und deswegen mögen sich viele Leute schon mal rein visuell nicht. Weil sie sich eben nicht so kennen, wie sie tatsächlich sind, sondern weil sie sich nur aus dem Spiegel kennen. Ähnlich ist das mit der Stimme. Hast du deine Stimme schon mal von Band gehört? Und zwar nicht von irgendeinem, sondern von so einem richtig guten, also so, dass es wirklich gut aufgenommen wurde, sowohl von Mikrofon als auch von der Aufzeichnungstechnologie her. Also nicht so vom Anrufbeantworter, weil das sind meistens scheiß Mikrofone und scheiß Qualität, wie das aufgezeichnet wird. Das gleiche ist, wenn du vielleicht mal deine Stimme selber im Telefon hörst oder so. Also das ist sowieso eine ganz eigenartige Stimme, ja. Das ist nicht deine Stimme. Aber, und ich kenne das von mir natürlich, weil ich ja sehr viele Aufnahmen mache, selbst sicher live ist ja nur ein kleiner Ausschnitt daraus, ist es so, dass meine Stimme natürlich ganz anders klingt, selbst in einem Profistudio aufgenommen, als ich sie da drinnen selber höre. Logisch, denn da drin hören wir sie einmal, also wir hören unsere eigene Stimme einmal über den ganz normalen akustischen Weg, so wie uns andere auch hören. Aber wir hören es eben auch innen durch, ich sage immer, durch verschiedene Hohlräume. Und damit ist nicht der große Hohlraum da oben gemeint, sondern wir haben hier verschiedene, was weiß ich, Nebenhöhlen und wie der ganze Quatsch heißt. Und diese Nebenhöhlen etc., Hohlräume in den Knochen und in dem ganzen Kopf, ja, letztendlich auch der Mund, der Rachen etc., das sind letztendlich Resonanzkörper, ähnlich wie bei einer Gitarre oder Geige, die zumindest teilweise nur für uns selber eine Resonanz erzeugen. Und deswegen hört sich meistens die Stimme innen drin ganz anders an. Meistens etwas klangvoller, vielleicht sogar stärker in der Varianz, aber nicht unbedingt schlechter, sondern wenn du sie jetzt plötzlich vom Band hörst, ist sie für dich nur ungewohnt. Die anderen hören dich immer so. Ja, und die haben den Vergleich nicht zu dem, wie du dich innen drin wahrnimmst. Das heißt, auch akustisch ist da schon eine Riesenabweichung, weil wir unsere eigene Stimme anders gewohnt sind. Das nächste ist, ja, wir können den nächsten Sinn nehmen, das ist dann Berührung. Also alles, was irgendwie mit Berührung zu tun hat, mit Fühlen zu tun hat. Und da sind wir natürlich auch ganz anders in der Eigenwahrnehmung. Wie spüren wir zum Beispiel unsere Körpersprache? Wie spüren wir unsere Haltung? Wobei hier jetzt schon ein weiterer Sinn dazu kommt, denn die Wissenschaft unterscheidet einmal zwischen dem haptischen Sinn, also wirklich die Berührung, wenn wir etwas anfassen,
und dem sogenannten propriozeptiven Sinn. Und der propriozeptive Sinn, der heißt wirklich so, ja, und ich kenne auch kein anderes Wort dafür, der lässt dich deinen Körper innerlich wahrnehmen. Also, wie bewegst du dich? Wo ist gerade, selbst wenn du deine Augen schließt, weißt du, wo sich deine Hand gerade aufhält oder dein Bein oder wie sich dein Rücken gerade verhält. Hallo Gabi. Ja, das heißt, du spürst deinen eigenen Körper und das ist der sogenannte propriozeptive Sinn. Also ein Sinn, den viele eben nicht kennen oder den sie zumindest nicht auf dem Radar haben. Und deswegen, ich spreche immer von 10, zu den anderen komme ich noch. Also 4 haben wir jetzt schon. Der propriozeptive Sinn, der lässt dich eben oder lässt deinen Körper dich wahrnehmen. Dadurch merkst du, ob du eine gute Haltung hast oder nicht. Dadurch merkst du, was du für Bewegung hast. Aber auch hier erlebe ich immer wieder, dass die meisten Menschen das Gefühl haben, wenn sie eine sehr große, ausladende Gestik machen, dass das übertrieben wäre, weil es eine Bewegung ist, die sich innerlich dann sehr, sehr groß anfühlt. Die anderen spüren aber diese Bewegung nicht und spüren es sehr, sehr intensiv, sondern die sehen sie nur. Und für die ist diese große, ausladende Geste in den allermeisten Fällen keineswegs übertrieben, sondern zeugt eher von einer gewissen Souveränität oder Überzeugtheit. Ja, führt jetzt zu weit, das im Detail zu erläutern, weil wir heute nicht über Körpersprache reden. Aber war ja jetzt nur das Beispiel, dass wir eben selbst unsere Körpersprache ja nicht anschauen oder nicht sehen, solange wir nicht vor dem Spiegel oder vor einer Kamera, vor einem Bildschirm einer Aufzeichnung von uns sitzen, sondern wir spüren sie und die anderen sehen sie aber. Also auch hier allein durch die Sinneskanäle schon ein Unterschied. Das können wir jetzt noch weiterspielen, weil so geht es jetzt weiter über Riechen. Ja, manche Leute riechen fürchterlich aus dem Mund oder nach Schweiß oder nach Rauch, was für mich noch schlimmer ist als alles andere. Aber selbst riechen die Personen es nicht. Das heißt, auch hier klafft natürlich Selbstbild und Fremdbild, auch wenn es jetzt nicht Bild ist, aber Wahrnehmung, klafft meilenweit auseinander, weil wir unsere eigenen Gerüche uns ganz schnell dran gewöhnen. Das merkst du auch, das ist jetzt nicht nur die eigenen Gerüche, sondern generell an Gerüche gewöhnen wir uns. Das merkst du auch, wenn du jetzt eine Seminargruppe oder eine Besprechungsgruppe in einem Raum hast. Solange du drin bist, gewöhnst du dich an den immer stärker werdenden Mief, sage ich jetzt mal ganz dezent. Wenn du aber kurz rausgehst, Toilette und kommst wieder zurück, dann merkst du plötzlich, wie heftig der Geruch in diesem Raum ist. Und der hat sich nicht in den 2 Minuten so stark verändert, wo du vielleicht mal kurz zur Toilette gegangen bist. Ja? Also auch hier ein Riesenunterschied, wenn dir jemand nahe kommt, riecht er Gerüche von dir und du selbst riechst sie nicht. Das gilt übrigens nicht nur für unangenehme Gerüche, das gilt selbstverständlich auch für die guten Gerüche eines Menschen. Das heißt also alles, was wir sympathisch finden, also beispielsweise Parfum. Und du hast schon gemerkt, ich schließe hier ganz gezielt aus die Sexualduftstoffe, denn das ist wieder ein eigener Sinn. Sexualduftstoffe werden nicht über den normalen Geruchssinn wahrgenommen, sondern da haben wir eigene Rezeptoren, auch in der Nase, aber eigene Rezeptoren. Wir haben eigene Nervenbahnen, wir haben eigenes Verarbeitungszentrum und vor allem, wir können sie nicht bewusst wahrnehmen. Die eigenen sowieso nicht, aber auch die des anderen nicht. Dafür nehmen wir sie extrem stark unbewusst wahr und entscheiden über diese Sexualduftstoffe mehr als über alles andere, ob wir jemanden sympathisch finden. Das gilt auch nicht nur zwischen den beiden Geschlechtern, sondern jeden Menschen und natürlich vor allem zwischenmenschlich, ob wir jemanden attraktiv und anziehend finden. Aber auch da, wir können es selber überhaupt nicht wahrnehmen und bei den anderen, wenn auch auf einer unterbewussten Ebene, fließt das permanent ins Fremdbild mit ein, auch wenn die das selbst nicht merken, aber es beeinflusst ganz, ganz stark. Und da sind wir mit der Forschung noch ganz schwach. Also da, es gibt schon etliches dazu, aber dadurch, dass es eben nicht wahrnehmbar ist, wie soll man das so genau erforschen? Ja, also das ist ein sehr komplexes Gebiet, das nur teilweise erforscht ist. Man weiß über die Anziehungskraft und man weiß, dass wir Männer suchen Frauen mit den gegenteiligen Hormonen, also möglichst starker Abweichung, ja, um die Gene besser zu verbreiten, weil Familie riecht ähnlich, also sucht man jemanden, der nicht ähnlich riecht, damit man eben nicht sich von der Familie da angezogen fühlt, was das Sexuelle angeht. Bei Frauen ist es anders, die suchen im Normalfall auch das Gegenteilige, nur während des Eisprungs
da suchen sie plötzlich Gleiches. Weiß man auch noch nicht warum, ist aber so. Sehr spannend. Aber wie gesagt, hier ist die Forschung noch nicht so unendlich weit. Ja, und so kann man das jetzt Sinn für Sinn durchspielen. Ich sage nochmal, was wir schon haben. Wir haben jetzt Sehen, wir haben Hören, wir haben Fühlen, wir haben den propriozeptiven Sinn, wir haben das Riechen. Da gehört natürlich auch das Schmecken mit dazu. Das ist ziemlich ähnlich. Dann kommt der Sexualduftstoffe-Sinn rein. Dann kommt der Gleichgewichtssinn natürlich noch dazu. Das ist ein eigener Sinn auch. Dann haben wir noch den Temperatursinn und Schmerzen werden auch über einen extra Sinn wahrgenommen, wobei jetzt Gewicht, Schmerzen und Temperatur für das Thema Selbstbild, Fremdbild wahrscheinlich nicht so eine große Rolle spielen wie all die anderen. Das heißt, alleine, ich sag mal rein aufgrund der Wahrnehmung, aufgrund der unterschiedlichen Wahrnehmung auf beiden Seiten ist da schon mal eine Riesendiskrepanz, ganz logisch, ganz normal. Ja? Aber es geht natürlich noch weiter. Das ist erstmal nur der erste Punkt. Das zweite ist, dass wir ja uns selbst tatsächlich nicht immer komplett wahrnehmen. Würden wir alles wahrnehmen, und das ist ja das, was zum Beispiel in der Achtsamkeit versucht wird, würden wir uns komplett wahrnehmen? Ich glaube, wir hätten diese Kapazitäten gar nicht. Das heißt, wenn wir, und das kennt man ja, wenn man sich jetzt mit Achtsamkeit, mit Meditation, mit solchen Dingen beschäftigt, dann blendet man natürlich sehr viel von außen auch bewusst aus, um sich selbst wahrzunehmen. Im Alltag sind wir aber darauf angewiesen, wahrzunehmen, wie andere reagieren, was andere gerade tun, was es vielleicht auch für Umfeldfaktoren, ich will jetzt nicht Umwelt nehmen, weil das immer so in die Environment, in die Umweltgeschichte geht, sondern es geht ja mehr darum, was um uns herum passiert. Und das ist ja alles für uns wichtig und das müssen wir wahrnehmen. Und wenn wir das gerade im Job zum Beispiel, wenn wir das wahrnehmen, dann können wir nicht gleichzeitig noch uns selbst komplett wahrnehmen. Ja, und wenn wir wieder uns selbst komplett wahrnehmen, dann können wir eben nicht mehr alles drumherum wahrnehmen. Das schaffen wir einfach nicht, uns auf alles gleichzeitig zu konzentrieren. Demzufolge müssen wir, und das tun wir natürlich auch, ganz, ganz viel dessen, was wir tun, gewohnheitsmäßig machen. Also so wie du beispielsweise jetzt gerade sitzt oder falls du stehst, auch stehst, so wie du dich normalerweise bewegst, so wie du normalerweise sprichst, aber auch wie du beispielsweise denkst oder fühlst, das alles sind unheimlich viele Gewohnheiten. Wie viel Prozent? Ich glaube, das ist schwer zu messen, aber ich schätze mal, das sind schon irgendwo zwischen 95 und 99, wenn nicht sogar irgendwo zwischen 99 und 100%. Knapp unter 100%, die wir gewohnheitsmäßig machen. Denn anders würden wir permanent von vorne anfangen und unser Gelerntes würde kaum eine Rolle spielen, beziehungsweise wir müssten alles wieder einzeln hervorkramen. Das war jetzt auch für mich etwas überraschend. Entschuldigung, sind mir sogar die Tränen in die Augen geschossen. Huiuiui, was war das jetzt? Ja, also diese Gewohnheiten. Und je mehr wir gewohnheitsmäßig tun, desto weniger achten wir darauf, was wir tun. Das heißt, Dinge, die du an deiner Körpersprache beispielsweise, ja, eigentlich machen willst, weil es vielleicht in der Situation das Richtige ist, machst du plötzlich nicht mehr, weil du einfach nicht mehr dran denkst. Ein konkretes Beispiel, ich hatte jetzt gerade die letzten 2 Tage, hatte ich Studenten und da war ein Mädel dabei, die hatte eine Körpersprache wie eine 15-Jährige. Die hat also permanent ihre Beine total übereinander verknotet, also mehr als schon die Pipi-Haltung. Ja, die Pipi-Haltung ist, wenn sie einmal so überkreuzt sind, wird das dann noch so richtig gedreht, die Füße komplett verdreht und so richtig so eng wie möglich umeinander geschlungen. Im Stehen genauso wie im Sitzen und in jeder anderen Situation. Die war aber schon 25, ja, also das war, und die will Karriere machen, das ist ihr ganz wichtig. Aber so funktioniert das eben nicht und da haben wir drüber gesprochen, darum ging es natürlich auch in dem Seminar. Und was ganz normal ist und was dann passiert, wir hatten drüber gesprochen, sie hat sich gerade hingestellt, wenige Sekunden später haben ihre Beine wieder genau das gemacht, was sie immer gemacht haben, nämlich was sie gewohnt sind und haben sie wieder so ineinander verschwurbelt. Ja?
weil wir eben nicht drüber nachdenken. Und das passiert permanent. Und dann wundern wir uns hinterher, dass wir nicht mal wissen, wie wir auf andere gewirkt haben, weil wir unsere eigene Körpersprache nämlich gar nicht wahrnehmen. Zumindest nicht bewusst. Das heißt, wir glauben, dass wir zum Beispiel gerade da gestanden sind, haben aber Dinge gemacht, die uns überhaupt nicht auffallen. Bei anderen ist es eben nicht der Stand, bei anderen ist es vielleicht, dass sie permanent mit den Haaren spielen oder was sie es halt sonst so tun. Jeder hat so seine Dinge und weiß es meistens überhaupt nicht. Genauso bei der Sprache, wo wir Dinge in der Sprache haben, die uns nicht auffallen. Mal ist es ein mal ist es ein natürlich oder ein sozusagen. Oder einfach nur bestimmte Formulierungen. Also wir nehmen extrem viel von dem, was wir tun, nicht sehr wahr und können dann gar nicht wissen, wie unser Fremdbild ist und wundern uns dann, wenn das, wie unser Selbstbild ist und wundern uns dann, wenn es vom Fremdbild massiv abweicht, weil das Selbstbild nur so eine Konstruktion von uns ist, wie wir glauben zu sein. Aber wir wissen es ja gar nicht, weil wir es gar nicht wahrnehmen. Ein weiterer Punkt, der hier ganz spannend ist, und das ist was, was ich schon mal in einem anderen Selbstsicher Live erzählt habe, aber nachdem wir sicher andere Gäste haben, wiederhole ich es auch, weil es einfach so eine Wahnsinnserkenntnis für mich war, auch wenn das schon etliche Jahre her ist. Aber das ist etwas, was ich übrigens mittlerweile auch von anderen Studien kenne, was ich sehr, sehr faszinierend fand. Und zwar ging es darum, dass eine Personalleiterin, die zuständig war für die Entwicklung von Führungskräften in zwei großen Konzernen, eine Bank und ein Automobilhersteller, berichtet hat darüber, wie diese Führungskräfte ausgewählt werden. Also es ging darum, dass es natürlich mehr Leute gibt, die gerne Führungskraft werden wollen, als das Unternehmen Bedarf hat und vor allem als das Unternehmen sich auch leisten kann oder will zu entwickeln. Ja, weil Führungskräfte kriegen ja eine ganze Menge kostenpflichtiger oder kostenintensiver Seminare, Coachings etc. Und da war vieles Interessantes dabei. Was uns jetzt interessiert, war die Selbsteinschätzung. Und das Thema Selbsteinschätzung war insofern sehr spannend, weil sie gesagt hat, und das waren grobe Zahlen, circa 10% der Interessenten auf eine Führungsstelle, 10% konnten sich gut einschätzen. 9% haben sich überschätzt und der Rest hat sich unterschätzt. Ja, was also 81%, was schon ziemlich gravierend ist, denn das sind immerhin Führungskräfte. Es würde mich interessieren, wie ist es draußen? Also wie ist es, wenn man jetzt die Gesamtbevölkerung nimmt und nicht Leute, die sich schon gezielt für Führungskräfte interessieren? Ich habe jetzt eine andere Studie gelesen, wenn ich mich richtig erinnere, aus Kanada. Da ging es darum, dass die Menschen sich meistens überschätzen. Allerdings geht es da um zwei unterschiedliche Dinge, weil wir hatten ja bei dem anderen nur 9% überschätzen sich bei diesen Führungskräften. Und da ging es darum, dass die meisten oder dass es darum eine Art Gesamtbild ging. Ja, also alle Fähigkeiten zusammen, Soft Skills und Hard Skills. Also wer die Begriffe nicht kennt, Soft Skills, alle Persönlichkeitseigenschaften etc. Hard Skills, die Fähigkeiten, die man im Job hat oder die Ausbildungen und das Wissen und das Know-how etc. Und beides zusammen und alles in einem Topf. Also auch soziale Fähigkeiten etc. ist da drin gewesen. Und da sind es tatsächlich nur 9%, die sie überschätzen und 10%, die sie gut einschätzen. Übrigens die 10% waren auch die, die in den Tests, die da so gemacht wurden, am besten abgeschnitten haben. Warum war es bei der Studie anders? Warum haben sich da die meisten überschätzt? Weil in dieser Studie einzelne Dinge herausgepickt wurden. Und das ist auch eine ganz spannende Geschichte, die ich wieder von einer anderen Sache her kenne, nämlich vom IQ. Vielleicht kennt ihr den Intelligenzquotienten, der ist ja definiert und festgelegt über eine sogenannte Gaußsche Normalverteilung. Das ist also so eine Glockenkurve. Und da gibt's drei Eckpunkte, mit denen das festgelegt ist. Der Durchschnitt ist 100, 1% der Bevölkerung hat einen IQ von unter 50 und 1% von über 150. Und hochbegabt gilt man als ab 130. So, und die meisten Menschen kennen ihren IQ nicht und die wenigen, die ihn kennen, sagen ihn nicht gerne, weil in beide Richtungen ist es nicht so gut, muss man auch nicht. Aber ich kenne ihn übrigens auch nicht von mir. Ich habe mal so einen Test gemacht als Schüler, aber mir wurde das Ergebnis nicht verraten. Da war ich noch sehr jung. Ich glaube, es war 9. Klasse. Also von daher, ich kenne meinen IQ nicht.
Aber was ganz spannend ist, es wurde mal eine sehr groß angelegte Studie gemacht, wie Menschen ihren eigenen IQ einschätzen. Und es gehört ja auch zum Selbstbild, ja? Wie schätze ich meinen eigenen IQ ein? Wie gesagt, Selbstbild ist nicht nur Aussehen, sondern eben auch solche Dinge. Und da ist es faszinierend. Du kannst jetzt mal selber nachdenken, wie würdest du deinen eigenen IQ einschätzen, vorausgesetzt, du kennst ihn nicht. Und das Ergebnis war, wie gesagt, 100 ist der Durchschnitt, 130 hochbegabt, 1% haben sogar über 150. Ich kenne übrigens zwei Leute mit über 150, die haben es nicht einfach, weil wir alle nämlich Idioten sind für die, ganz klar. Aber wie gesagt, wo schätzt man sich ein? Und die Zahl, die du jetzt geschätzt hast, die ist, wenn man die Gesamtheit der Menschen nimmt, bei ungefähr 110. Das heißt, wir schätzen uns ungefähr 10 Punkte besser ein als der Durchschnitt im Durchschnitt. Ja? Oder anders gesagt, wir überschätzen uns. Aber das ist ja ganz logisch. Hallo, wir sind natürlich immer die Klügeren, die anderen sind ja alle ganz dumm, genauso wie wir alle die besseren Autofahrer sind, nur die anderen fahren so schlecht. Und natürlich sind wir auch alle die besseren Liebhaber, zumindest wir Männer. Ja, denn logisch, jeder Mann glaubt, dass er ein super Liebhaber ist. Also, und so gibt es das natürlich für andere Sachen auch. Das heißt, wenn es um einzelne Fähigkeiten geht, vor allem um Fähigkeiten, die wir als sehr wichtig erachten, also eben sowas wie Intelligenz, Autofahren, Liebhaber sein, dann überschätzen wir uns tatsächlich. Und das ist eben bei dieser, ich glaube, im kanadischen Metastudie rausgekommen, dass die meisten Menschen sich überschätzen. In dem Fall waren es auch ungefähr 90% und dann nur wenige sich einigermaßen gut einschätzen. In der Studie habe ich nichts von Unterschätzen gelesen. Das war aber vielleicht eben aufgrund der Fragestellung, die die gemacht haben, dass es darum gar nicht so weit ging. Also sehr spannend, wie leicht wir uns da vertun. Ja, schauen wir weiter, was da sonst noch reinspielt. Unser Selbstbild, woran können wir das festmachen, außer jetzt an diesen Wahrnehmungen, eben wie gesagt, über unser Spiegelbild, über Kameraaufzeichnungen, die wir sehen oder ähnliches, die aber schon allein aufgrund der vorhin gesagten Sachen auch durchaus verfälscht sind. Dann gibt es natürlich Feedback von anderen. Ja? Und das ist zum Beispiel so eine Geschichte, die eben in den Seminaren passiert und wo man dann das Fremdbild der anderen hört. Allerdings, ganz großes Achtung. Denn das ist natürlich immer nur ein kleiner Ausschnitt dessen. Ja, die können ja erstens mal den Menschen gar nicht in seiner Gesamtheit erfassen, die anderen. Zweitens können sie es nicht ausdrücken in der Gesamtheit. Die werden ja nur ein paar Sätze sagen und selbst wenn sie mal 10 Minuten reden, ist das nur ein Ausschnitt. Und drittens ist es eine Einzelmeinung. Und zwar eine Einzelmeinung, die gefiltert ist aufgrund ihrer eigenen Vorstellung davon, was das Idealbild ist. Das heißt, die gleichen beim Feedback eine Idealvorstellung damit ab, wie sie dich wahrnehmen. Und sprechen nur darüber, was so die größten Differenzen sind. Vorausgesetzt, sie sind ehrlich. Und das ist natürlich der Vorteil in einem Seminar, da wird meistens ehrliches Feedback gegeben, denn im Alltag ist es meistens höflich. Ja? Also da gibt es dann so, ja, Ihr Vortrag war ganz interessant oder ähnliche Dinge, also so Aussagen, die nicht sehr vielsagend sind und die meistens aus Höflichkeit gemacht werden. Oder Feedback kann sehr verletzend sein und wird als Waffe verwendet, nämlich dann, wenn jemand irgendein Problem mit dir hat. Dann kommen oft irgendwelche Bemerkungen, um in dem Konflikt dich womöglich zu verunglimpfen, dich zu verletzen, dir weh zu tun, und dann pickt diese Person irgendwas Negatives raus. Das machen natürlich Kinder, Schüler, Studenten noch viel mehr als Erwachsene, aber das gibt's auch bei Erwachsenen. So, und jetzt haben wir sowas gerade vielleicht in der Kindheit sehr oft gehört, manchmal übrigens auch vor den Eltern. Warum? Ja, nicht, weil sie uns was Böses tun wollten, sondern weil sie dachten, sie müssen uns anstacheln, dass wir besser werden, weil sie nämlich auch dieses das Idealbild mit dem, wie sie dich wahrgenommen haben, abgeglichen haben und gemerkt haben, da gibt es Unterschiede. Und dann haben wir das in der Kindheit gehört, viele negative Sachen womöglich, und haben daraus geschlossen, dass wir selber nichts sind, also wir selber schlecht sind.
Und wenn wir sowas mal beschlossen haben, da reden wir jetzt vom Selbstwert, da reden wir jetzt von Glaubenssätze über uns selbst und all diese Dinge, dann suchen wir dafür Bestätigung. Und wenn jetzt irgendeine kleine Sache kommt, die nicht ideal ist, dann bestätigt das wieder unser negatives Bild. Und dann gehen wir auch raus mit der Erwartung, die anderen finden uns eh nicht gut. Je nachdem, wo dein Schwerpunkt drauf liegt, ist es visuell nicht gut oder fachlich nicht gut oder nicht sympathisch. Sympathie ist ja auch sowas ganz Wichtiges wie Intelligenz oder Liebhaber oder Auto, ne? Autofahren. Also dann mögen uns andere vielleicht nicht oder sonst irgendwas. Und da gibt's immer, also erstmal ist es auf deiner Seite ein Filter und zweitens ist es auf der anderen Seite ein Filter, der mit der Situation zu tun hat, der mit der Beziehung zu tun hat. Und dann ist es natürlich extrem schwierig, hier überhaupt einen Abgleich hinzubekommen, der in irgendeiner Form was mit der Realität zu tun hat. Dazu kommt auch, dass die anderen nicht alles wahrnehmen. Also das ist auch was ich aus meinen Seminaren kenne, dass ich zum Beispiel, und da sprechen wir natürlich bei Präsentationsseminaren besonders häufig, dass Menschen oft glauben, ja, die meisten Menschen beim Präsentieren haben Lampenfieber und die glauben dann, dass man das alles merkt, denn sie selbst kämpfen immens mit ihrem Atem, mit ihrer Aufregung, mit ihren Bewegungen, mit ihrem Tunnelblick, mit ihrem fehlenden Konzentration auf die Inhalte, mit Zittern, mit Schweiß, mit Wärme, Hitze, Kälte, Blutdruck und was halt so alles passiert. Ja, nicht jeder hat Gott sei Dank alles, aber jeder hat so das ein oder andere oder fast jeder. Und dann steht er da vorne und denkt, oh Gott, jetzt sehen die alle, dass ich gerade rot werde. Jetzt sehen die alle, dass ich total schwitze. Jetzt sehen die alle, dass ich zittere. Und das Spannende ist, wenn ich dann die Seminarteilnehmer frage, die Feedback geben sollen, dann haben die allermeisten das überhaupt nicht wahrgenommen. Ja, und das ist leider so eine Geschichte, die immer wieder passiert. Und die Frage ist, ich weiß jetzt noch gar nicht, ob du nur zuhörst oder ob du wirklich auch zuschaust. Denn was habe ich jetzt gerade vor ungefähr 10 Sekunden gemacht? Und vielleicht hat es der eine oder andere gesehen, aber vielleicht haben es die meisten zwar hingeschaut, aber nicht gesehen. Ich habe mir mal ganz kurz hier so an die Nase gefasst. Nicht, weil es mich gerade gejuckt hat, sondern weil ich schauen wollte, wie aufmerksam du bist. Denn das ist das, was tatsächlich passiert. Du achtest momentan vielleicht vorwiegend auf das, was ich sage und schaust mir dabei ein bisschen zu, damit deine Augen was zu tun haben, damit du meine Bewegung siehst, meine Körpersprache, mein Gesicht, mein Lächeln. Ich glaube übrigens immer, dass ich total stark lächle und wenn ich dann die Videos anschaue, habe ich das Gefühl, man sieht es überhaupt nicht, weil auch hier wieder meine Muskulatur sich anders anfühlt als das Bild, das dann entsteht. Also ich denke oft, dass ich sehr stark lächle und auf dem Bild sehe ich selber nicht, geschweige denn das andere sehen. Also auch wieder so eine Abweichung. Ja, jetzt habe ich auch gerade einen Faden verloren. Genau. Und du schaust da hin und siehst es und nimmst trotzdem sowas wie an die Nase fassen nicht wahr. Vielleicht hast du es wahrgenommen, aber viele nicht. Ich mache das auch im Seminar immer wieder und die meisten nehmen es eben nicht wahr. Und es liegt eben daran, dass wir sehr stark selektieren, auch in der Wahrnehmung, weil auch da, wenn wir alles wahrnehmen würden, was in unserem Umfeld gerade passiert, sei es an Körpersprache, sei es an Dingen, die aufpoppen, sei es an Bewegungen, an Gegenständen, an was alles so rum ist, dann wären wir überfordert. Und da gibt's auch fantastische Untersuchungen, was Leute alles wahrnehmen und was nicht. Also beispielsweise, wenn man Leute in ein Café sitzt und hinterher befragt, was sie in dem Café alles wahrgenommen haben, dann ist es sehr, sehr selektiv. Die können oft nicht mal beschreiben, wie der Stuhl aussah, auf dem sie gesessen sind, oder was für eine Form die Tasse hatte, oder welche Menschen in ihrer Nähe saßen. Nicht so, dass sie gar nichts wahrgenommen haben, sondern jeder konzentriert sich auf irgendwas. Solltest du dich für Porzellan interessieren, dann wirst du vermutlich die Kaffeetasse beschreiben können. Solltest du im Café sitzen, um andere Menschen zu beobachten, dann wirst du vielleicht andere Menschen eher beschreiben können. Und solltest du im Café sitzen, weil du auf jemand wartest, dann wird dir vielleicht auffallen, dass deine Uhr an der Wand hängt, die den anderen nicht aufgefallen ist. Also wir sind da sehr selektiv, je nachdem, was für uns gerade wichtig ist. Und so ist es eben auch beim Fremdbild. Die Menschen nehmen uns nur sehr, sehr selektiv wahr.
Daraus resultiert so ein Stück weit, weil ich, wenn man schaut, was so im Internet über dieses Thema steht, und natürlich schaue ich mir solche Dinge auch an, dann steht immer drin, ja, und da kann man jetzt so Tests machen, um sich selbst besser zu erkennen. Ja, das ist schon hilfreich, wobei ich den Begriff Test nicht so gern höre, weil Test hat immer was von Prüfung. Das ist eher eine Analyse dessen, was ist, und nicht Test. Test ist, wenn du was gelernt hast und hinterher getestet wirst, ob du es dir behalten konntest oder ähnliches, ja. Fahrprüfung zum Beispiel oder Abituraufgabe lösen. Hier geht es ja nicht, dass du getestet wirst und bewertet wirst, sondern du wirst analysiert. Und da gibt es diverse, die heißen halt meistens Test, aber eigentlich sind es Analysen, gibt es diverse Modelle, wie man eben die Stärken und die Schwächen und die Begrenzung eines Menschen erfasst. Und ja, das ist ganz hilfreich. Ich mache das auch gerne. Verwende selber so einen Test. Der heißt Persönlichkeitsstrukturanalyse. Das ist einer, den ich für erstens mal sehr stimmig halte. Es gibt da so ein paar hundert Modelle. Ich kenne natürlich nicht alle. Aber von denen, die ich angeschaut habe, ist es der, den ich für sehr stimmig halte. Und zweitens einer, den man sehr leicht nachvollziehen kann. Denn ich mache auch manchmal Seminare, wo es nur um den Test geht oder um diese Persönlichkeitsstrukturanalyse. Aber ich brauche den auch, wenn ich zum Beispiel im Präsentationsseminar mal schnell in einer Stunde oder anderthalb Stunden den Teilnehmern das Thema nahebringen will. Und dann darf es kein komplexes Modell sein. Wen das interessiert, diesen Test, den gibt es in Buchform auf Amazon. Den verkauft der Entwickler selbst, und das Buch heißt EQ schlägt IQ, also emotionaler Quotient schlägt Intelligenzquotient. Aber der Buchtitel ist eben EQ schlägt IQ von Sigrid Excel, kostet um die 20 Euro. Da ist dieser Analysebogen drin, da sind die Auswirkungen drin, da sind die Hintergründe drin. Und da kann man schon so ein bisschen erkennen, was sind denn eigentlich meine Schwächen, was sind meine Stärken, was sind meine Begrenzungen. Und wer sich jetzt über die Wortwahl wundert, in diesem Modell wird Schwäche nicht als das bezeichnet, was wir normalerweise so als Schwäche bezeichnen. Also beispielsweise, ich schaffe es meistens nicht, Ordnung zu halten. Ich habe vor wenigen Tagen meinen Schreibtisch aufgeräumt. Hier sind schon wieder zig Stapel rund um mich. Ja, das ist aber keine Schwäche in diesem Modell, das ist eine Begrenzung. Eine Schwäche ist eine übertriebene Stärke. Wenn also jemand zum Beispiel kommunikativ ist, ist das eine Stärke. Aber wenn er es übertreibt, geschwätzig ist oder aufdringlich ist, dann ist das eine Schwäche. Aber das nur am Rande, warum ich immer diese beiden Begriffe verwende. Und so kann man sich natürlich ein Stück weit erkennen. Auf der anderen Seite, das hilft einem im Alltag vielleicht, um zu erkennen, für welche Position ich geeignet bin, warum ich was mache, was mir Spaß macht, etc. Es hilft einem aber noch nicht unbedingt im Umgang mit anderen Menschen. Und da, glaube ich, ist es auch nicht so relevant, dass das Selbstbild wirklich mit dem Fremdbild übereinstimmt. Denn das wird es nie. Das kann es gar nicht. Denn beide nehmen sich, also du nimmst dich selbst selektiv wahr und die anderen nehmen dich selektiv wahr. Beide arbeiten mit Filtern. Du nimmst dich über die Filter dessen, was du glaubst, wer du bist und was dein Selbstwert ist und all diese Dinge wahr. Und die anderen nehmen dich auch wahr über eine Art Idealbild und filtern dich in Abstimmung mit diesem Idealbild. Was du übrigens auch noch tust, auch du hast dein Idealbild davon, wie du gerne wärst, und auch damit gleichst du dich ab. Und abgesehen davon, ne, gegen ein Idealbild wird man immer verlieren. Weil ich meine, das Idealbild ist das Optimum. Wer entspricht schon dem Optimum? Außer die wenigen, die sich wirklich so stark selbst überschätzen, dass sie glauben, noch besser zu wären als das Selbst, als das Idealbild. Aber ich glaube, das ist jetzt hypothetisch. Okay. Das heißt, ja, es ist hilfreich zu erkennen, wie die anderen einen wahrnehmen. Das ist schon sinnvoll, aber das ist nicht über diese Analysen oder Tests, sondern da ist es manchmal eher hilfreich, wenn man sich mit anderen drüber unterhält, wenn man zum Beispiel in Seminaren von anderen Feedback kriegt. Aber auch da, es wird immer nur ein Ausschnitt sein. Es wird nie ein gesamtes Bild sein. Und ja, es gibt ja so, frag deine Freunde oder frag deine Kollegen etc. Und es gibt ja zum Beispiel auch sowas wie 360 Grad Feedback etc. Aber auch das ist kein echtes, allumfassendes Bild, und es kann es auch gar nicht sein. Alleine schon deswegen zum Beispiel deine Freunde. Warum bist du mit deinen Freunden zusammen? Weil deine Freunde so ähnlich sind wie du. Und die blinden Flecken, die du bei dir hast, die haben die auch. Ja? Zumindest ein Großteil davon. Deswegen seid ihr euch ähnlich.
Deswegen müsstest du eigentlich so einen Durchschnitt aus der Bevölkerung befragen, was utopisch ist. Das wirst du gar nicht hinkriegen. Ja? Also solche Sachen sind utopisch. Trotzdem ist es sinnvoll, mit einem einigermaßen kühlen Kopf immer wieder zu schauen, was kriege ich denn für Feedback? Und dann aber bitte nicht den Fehler machen, diese Feedbacks zu generalisieren, zu verallgemeinern und als besonders wichtig darzustellen. Was meine ich damit? Ich nehme jetzt mal ein Beispiel aus dem Präsentationsbereich, wo jemand sagt, also wo jetzt habe ich so Beispiele habe ich schon mehrfach erlebt, sagt ein Teilnehmer, ja, ich bin hier im Seminar, weil mein Chef hat gesagt, ich könnte besser formulieren. Ja? Und was jetzt diese Person gemacht hat, ist, dass sie glaubt, weil der Chef die Formulierungen, die Art und Weise, wie er seine Sätze formuliert oder ihre Sätze formuliert, wäre nicht gut. Und es wäre jetzt eine Katastrophe und deswegen ist es ganz, ganz schlimm, dass jetzt, ja, also wir neigen dann dazu, so eine Einzelmeinung, die wir gehört haben vom Chef oder von einem Kollegen oder von wem auch immer, zu generalisieren und glauben, alle finden das jetzt ganz schlecht. Übrigens, in den meisten Fällen war die Formulierung absolut einwandfrei. Sie entsprach offensichtlich nur nicht dem Idealbild dessen, was sich der Chef gedacht hat. Und selbst dann ist noch die Frage, ging es wirklich um die Formulierung? Und das war jetzt ja nur ein Beispiel. Denn manchmal ist schon das, worüber wir reden, sehr unterschiedlich. Ja? Vielleicht hat er gar nicht die Formulierung gemeint, sondern die Aussprache, die Artikulierung oder den Dialekt oder. Weil auch solche Sachen passieren permanent, dass jemand ein Feedback gibt und es ganz anders ausdrückt, als es der andere versteht. An wem immer das jetzt liegt, das ist wieder so Sender-Empfänger-Modell, will ich jetzt auch nicht im Detail darauf eingehen. Also, ich kann dir nur empfehlen, versuche dich selbst ein bisschen besser wahrzunehmen. Trau dich auch mal, falls du das noch nicht gemacht hast, dich selbst auf Video aufzunehmen, damit du wenigstens ein Stück weit erkennst, wie andere dich visuell und akustisch wahrnehmen können. Also zum Beispiel, ja, wenn ich lächle, dass man es gar nicht so stark sieht, wie ich es eigentlich versuche oder wie ich es selber denke. Ich denke mal, das ist schon das totale, wie heißt der Grinser in Batman. Und dabei sieht man es kaum. Also, dass man sowas mal wahrnimmt. Und die Stimme natürlich auch. Ansonsten achte auch mal achtsamer auf dich selber. Das ist ja was, was ich generell empfehle, diese ganzen Achtsamkeitsübungen, die es so gibt, die dir in bestimmten Situationen helfen können, manche Dinge an dir wahrzunehmen. Das kann zum Beispiel auch sein, vielleicht ist das eine kleine Übung für heute Abend oder morgen früh, dass du vor dem Spiegel mal ausprobierst, wie denn dein eigenes Lächeln wirkt und was du vielleicht überhaupt mit deiner Mimik machen kannst. Denn es gibt ganz, ganz viele Menschen, da erkennt man nichts in der Mimik. Das hat verschiedene Gründe, das ist auch teilweise ja, genetisch und ein Stück weit veranlagt und so weiter, will ich jetzt nicht auch noch drauf eingehen, aber es ist was, was ich sehr, sehr häufig erlebe und wenn jemand wenig Mimik hat, dann können wir sehr wenig erkennen und es fehlt dem anderen und diese Person, die wenig Mimik hat, auch wenn es natürlich ist, ja, aber wenn sie wenig Mimik hat, dann haben wir das Gefühl, diese Person ist ausdruckslos, womöglich sogar emotionslos. Diese Person ist nicht selbst von dem überzeugt, was sie sagt, die ist nicht begeistert, etc. Also kann Mimik, und das ist tatsächlich so in der Kommunikation, eine ganz, ganz große Rolle spielen. Aber nicht jeder hat sie halt drauf. Übrigens ist Mimik tatsächlich wesentlich schwieriger zu trainieren, zu erlernen als Körpersprache, als zum Beispiel Gestik oder die Bewegung deiner Schritte etc. Das ist halt manchmal so, dass man sehr wenig Mimik hat und man kann nichts dagegen tun. So wie ich auch an mein Lächeln immer mal wieder versucht habe. Und ich werde mich weigern, es ist auch, glaube ich, gut so, so ein künstliches Lächeln aufzusetzen. Das habe ich mal beim Kollegen erlebt. Der ist wirklich jetzt seine künstlichen Lächeln herumgerannt, so irgendwie. Und es hat aber auch jeder gemerkt, dass das künstlich ist. Und das hatte der permanent auf, also in jeder Situation. Das hat er sich total antrainiert. Das wirkte mega künstlich. Ja, also das war so ein bisschen, ich meine, wenn ich so auf meine Liste schaue, dann stehen da noch eine ganze Menge Stichpunkte. Ich habe mal so ein paar Stichpunkte gemacht. Aber ich will nochmal
zu dem Selbstbild was sagen, was ich in puncto Intelligenz rausgefunden habe, ein Zitat, und nicht jetzt speziell für heute Abend, sondern das ist ein Zitat, das ich an sich sehr, sehr schön finde und das ich auch schon in meiner Malerei verwenden will. Da gibt es schon ein Konzept für ein Bild, das Bild ist aber noch nicht gemalt. Und zwar ist das von Tucholsky. Und wer Tucholsky kennt, weiß, der hat es mit so einer gewissen Ironie, mit so einer gewissen Hintersinnigkeit. Und das Zitat heißt, und das kannst du jetzt, es wird um Klugheit gehen, aber es kannst du natürlich auf alles vom Selbstbild beziehen. Der Vorteil der Klugheit besteht darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger. Um nicht zu sagen, es ist unmöglich, ja. Und so ist es bei vielen anderen Dingen auch. Also ich liebe dieses Zitat, ich sag's nochmal, der Vorteil der Klugheit besteht darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger. Kurt Tucholsky, ein brillanter Zyniker. Ja, das glaube ich war's für heute. Ich habe auch schon ziemlich lange geredet. Ich dachte gar nicht, dass ich so schnell mit einer Dreiviertelstunde voll bin. Und ich könnte noch mehr reden, aber ich glaube, es reicht für heute. Ihr habt wieder eine ganze Menge Input, Brainware, Dinge, die euch hoffentlich auch anregen zum Weiterdenken, zum Nachdenken. Und ich lade euch ein, am nächsten Sonntag wieder dabei zu sein. Am nächsten Sonntag um 17:45 geht es um das Thema. Ich habe mir es schon mal aufgeschrieben, schon mal ausgedacht, worüber ich sprechen werde, nämlich Nein sagen dürfen. Ja, es gibt ja viele, die sich sehr, sehr schwer damit tun, Nein zu sagen. Und ich gestehe, in bestimmten Situationen geht mir das ganz genauso. Also, wann dürfen wir Nein sagen? Wie können wir Nein sagen? Dürfen wir es überhaupt? Und so weiter. Darum wird es nächsten Sonntag gehen. Ja, ich danke auch euch. Ich habe hier schon das erste Danke drinstehen. Danke, Christine. Und ich danke euch, Christine Charlotte natürlich. Ich danke euch allen. Schön, dass ihr dabei wart. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntagabend. Alles, alles Liebe. Danke, Gabi auch. Und wir sehen uns hoffentlich nächsten Sonntag wieder. Bis dahin, macht's es gut. Übrigens, eine kleine Sache noch, wer noch dabei ist. Ihr könnt gerne diesen Video auch mal teilen auf eure Timeline oder auf eure Chronik in Facebook, denn es dürfen gerne auch mal ein paar mehr Zuschauer werden und vielleicht kommt so der ein oder andere auf die Idee, auch mal dabei zu sein oder ihr erzählt einfach euren Freunden davon, damit wir mal mehr werden hier in der Community. Alles, alles Liebe, schönen Sonntag, tschüss ihr Lieben, euer Michael, alles Gute.